Sei ganz herzlich gegrüßt, mein lieber Zuschauer. Ja, hier in den sozialen Netzwerken, ich bin da natürlich auch auf mehreren unterwegs, ich habe eine spannende und erfreuliche Info. Ja, erst einmal für alle meine Fans, die hier in den verschiedenen Netzwerken unterwegs sind, für alle meine Freunde, natürlich in der Community und wo auch immer. Und ja, ich habe erstmal als erstes ein interessantes Angebot. Und zwar könnt ihr jetzt, nachdem ich so viele Informationen von verschiedenen meiner Interessenten bekommen habe, habt ihr jetzt die Möglichkeit, ein schriftliches Jahreshoroskop von mir zu bekommen. Also es ist nicht mehr gekoppelt jetzt an ein Beratungsgespräch, wo dann oft mal die Frage kam, oh Mensch, ich kann mir das momentan gar nicht leisten. Das ist also nicht das Problem. Du hast jetzt die Chance, ein normales schriftliches Jahreshoroskop zu bekommen für einen Vorzugspreis von 49,95 € für das gesamte Jahr. Und dort ist dann natürlich auch für dich persönlich mit deinen ganz persönlichen Daten eingearbeitet. Alle Auslöser, alle Progressionen, alle Finsternisse, alle Rückläufigkeiten und alles, was so in deinem Horoskop eine große Rolle spielt, gerade wenn es jetzt in dem Mondjahr um die ganzen Finsternisse geht. Das wird alles mit dabei sein. So, da hast du die Chance, das einfach in Anspruch zu nehmen, und wenn du dann extra nochmal eine Beratung haben möchtest, dann können wir das immer nochmal besprechen. Ja, das erstmal als Info. Habt die Möglichkeit, das unter meinen Kontaktdaten ganz einfach zu tun, unter www.wabel-roll.com oder hier auch in der Community. Ich bin ja überall auch erreichbar. So, jetzt habe ich natürlich noch eine hochspannende, schöne Geschichte, und das möchte ich mit euch sofort teilen. Ja, ich habe nun ein paar Mal informiert, dass mein Jahrbuch fertig ist und dass es überall verfügbar ist. Ja, und nun ist es endlich auch bei mir angekommen. Es hat natürlich höchstwahrscheinlich einen langen, langen Weg hinter sich, bis es dann endlich bei mir ist, und jetzt ist es da. Also das ist eine geballte Ladung an Informationen zu astrologischen Themen. Ja, und hier über 208 Seiten. Geballte Ladung für 52 Wochen kann man jetzt all die Informationen sich rausziehen für das ganze Jahr, mit allen Auslösern, mit allen Rückläufigkeiten, mit allen Finsternissen, göttlichen Fügungen, alles, was ich hier mit eingearbeitet habe, ist auf diesen vielen, vielen Seiten zu finden. Das als Hinweis erstmal, und ich bin natürlich total happy, dass ich das jetzt erstmal euch so zeigen kann. Und jetzt kommt noch eine tolle Information. Denn ich bin am kommenden Wochenende, am 15.02. und 16.02. in der Schweiz zu den Wohlfühltagen in Luzern. Ich werde dazu noch den Link nachher unten reinstellen, wo man dann mal gucken kann, was das denn ist. Und dort werden viele unterschiedliche Referenten da sein. Das ist ein spiritueller Kongress, sagt man so schön, eine spirituelle Messe, wo sehr, sehr interessante Referenten da sein werden. Unter anderem wird Silke Schäfer, Dienstag-Astrologin, dort sein, und sie spricht über astrologische Zeitqualitäten. Erik Stand-Up ist dort, der Gesichtsleser. Das wird eine spannende Geschichte, da will ich auf jeden Fall mit reingehen in diesen Vortrag. Brazzo wird uns seinen gebenden göttlichen Blick schenken. Ich habe das schon mal erlebt, wie das ist. Also Wahnsinn, wenn man das einmal mitbekommen hat. Es gibt also viele spirituelle Sprecher dort. Ich kann jetzt nicht alle erwähnen, man kann aber auf der Webseite nachher gucken, was da alles so an Speakern sein wird. Es geht um die ganze Spiritualität, um die neue Zeit, das Jahr 2020, und es gibt noch ein anderes Thema, was darum geht, nämlich wie entwickelt sich zum Beispiel gerade Uranus im Stier, die ganze technische Intelligenz in Kombination mit der spirituellen Intelligenz. Und da gibt es eine Sprecherin, und das ist die Annette Janik, und sie wird über die neue Zeit und die Entwicklung mit Kryptowährungen sprechen. Und da gibt es ja diese zwei zwiespältigen Diskussionen darüber, aber das wird ein sehr spannendes Thema. Und sie macht dort also nicht nur einen Vortrag, sondern wird auch mit einer Podiumsdiskussion dabei sein, wo man sich dann auch austauschen kann, was das für und wider und so weiter und so fort. Und ich bin ebenfalls zugegen mit meinem Buch. Wir haben dort einen Stand, wo ich mein Buch dort auch verkaufen werde und natürlich auch direkt signiere.
Also man hat natürlich dort die Möglichkeit, direkt an den Stand zu kommen. Und diesen Stand habe ich gemeinsam mit meiner lieben Mitstreiterin Annette Janik. Sie ist nämlich die Mitherausgeberin dieses Buches. Also wir haben das beides in einer wunderbaren Co-Produktion gemacht. Ich habe die ganzen astrologischen Themen geliefert, haben wir vorher ja schon gemacht, aber dies Jahr auch wieder. Und sie mit ihrer Fähigkeit, mit ihrer journalistischen Begabung, mit ihrer rhetorischen Begabung, den Fähigkeiten, wie bringt man das nachher in also dass das gedruckt wird und so, das hat alles sie gemacht. Die Herausgabe hat sie organisiert. Ich bin total happy, dass wir das endlich so auf die Reihe bekommen haben. Und wir sind einfach glücklich und stolz. Und es ist natürlich interessant und wir würden uns freuen, ich und alle, die dort sind, wenn wir uns da sehen. Wenn du kannst, also wenn dir das nicht so weit ist oder so und du die Möglichkeit hast, dann komm einfach nach Luzern. Dort treffen wir uns, dort haben wir schöne Momente, wo man über viele Dinge auch sprechen kann und es werden ganz, ganz tolle Leute da sein. Das ist ein bahnbrechendes Wochenende. Und deswegen habe ich das jetzt extra noch einmal hier als Video produziert, damit du die Information bekommen kannst. Und einfach geh auf meine Webseite, dort kannst du das Buch bekommen und dann im Coverfoto einfach draufklicken, dann kriegst du die Exemplare, die du möchtest, E-Book, Paperback oder Hardcover. Und nutze einfach das Angebot, was ich dir zu Anfang schon erwähnt habe, mit dem Jahreshoroskop für dich selber in schriftlicher Form. So, jetzt beende ich erstmal meine Info und ich wünsche euch alles, alles Liebe für das Wochenende. Der Samstag ist ja schon fast rum, aber noch einen schönen Abend heute und den ganzen Sonntag noch einen wunderschönen Sonntag. Alles, alles Liebe. Tschüss, macht's gut. Von mir, Bärbel Roy, deine Astrologin. Ciao.